So, die Bremse muss noch total eingestellt werden, weil die gar nicht hier die Seite zieht. Und die eine Seite hier gar nicht. Was ist das für ein Scheiß, ey? Echt, ey, so billig Kack. Kein Wunder, dass es unter 100 Euro kostet. Wahrscheinlich sogar neu. Asia-Schrott. Das ist wirklich dramatisch. Die hier auf den Markt schmeißen für Müll, ey, um die Leute zu bomben. Und die Kunden sind so blauäugig und kaufen den Rotz. Freuen sich auch noch drüber. Oh, meins war günstiger als deins. Früher war das andersrum. Da hätte man sich geschämt, wäre man da mit so einem Billigrad angekommen. So verprügelt. Wahrscheinlich so. Was ist denn das für ein Assi? Kann sich gar nicht leisten. Ich meine, das ist ja richtig, ja, soll jetzt nicht hier so, soll das eine Uni sein. Also war es ja früher, war ja so, wurde es gehänselt. Ja, heutzutage ist es ja, hey, guck mal, Geiz ist geil. Nee, ist es nicht. Geiz ist einfach nur scheiße, weil Geiz macht die Welt kaputt. Bist du geizig, gute Sachen zu kaufen? Deswegen müssen billige produziert werden. Billige werden aber so produziert, dass es unter menschenunwürdigen Verhältnissen produziert wird. Also die Leute werden nicht gut bezahlt, die Leute werden nicht gut abgesichert, die die produzieren. Wenn ein Arbeitsunfall passiert, dann steht der da, ist ein Leben lang vielleicht ein Krüppel, weil er gar nicht medizinisch behandelt wird, weil er sich das nicht leisten kann. Ja, irgendwo in welche Aluminiumhütten wird irgendein scheiß Alufelge gegossen, das ist auch giftig, da arbeiten Kinder und so. Das ist euch allen scheißegal. Hauptsache immer schön 100 Euro, 200 Euro für ein Fahrrad. Das ist ja totale Scheiße, ist das, ey. Kaufqualität. Also so geil ist es überhaupt nicht geil. Und das gilt für alle, nicht nur bei Rädern. Ist überall. Überall derselbe Scheiß. Also wirklich. Können wir aufregen darüber. Ach, naja, nehmen wir mal eine billige. Ja, das billige wird so produziert, dass die Umwelt belastet wird. Ja, da werden die Abwässer nämlich nicht fachgerecht entsorgt. Entsorgt, weiß ich nicht, keine Ahnung, in das Weltall geschossen. Jetzt werden wir da hingestellt, ob das an Rohrfachrecht entsorgt wird. Aber wie gesagt, das landet dann direkt im Fluss. Dann haben sie da, was weiß ich, auf 100 Leute 50 krebskranke Kinder. Auf 100 Schwangere 50 krebskranke oder verkrüppelte Geburten. Also ist das. Aber Geiz ist geil. Hauptsache hier in Europa kommt alles billig an. Scheiße. Nee. Qualität, Qualität. Qualität kostet. Die muss man auch bezahlen wollen können. So was anderes, wenn man verarscht wird mit so billig Kram, der dann teuer hier verkauft wird. Das ist was anderes. Davor ist man ja nicht gesichert. Davor bin auch ich nicht gesichert. Ich weiß nicht, wie jedes Teil hergestellt wird. Dafür fehlt mir einfach die Logistik, um das zu erfahren. Ja. Müsste ich ja erstmal hinterherfahren und gucken, wo ich meine Sachen einkaufe. So gut bin ich wohl noch nicht so groß. Ansonsten irgendwie gerne nur das Beste anbieten, aber die Kundschaft ist ja nicht da. Brauche ich gar nicht. Brauche nicht das Beste anbieten. Ärgern tut es mich trotzdem, dass alles immer so billig sein muss. Ja. Ist es halt. So, schläft nicht mehr. Das funktioniert jetzt erstmal. Ich, naja, ein bisschen von der Seele geredet.